gestartet. Es ist ein neues Projekt, weil wir Ostexperte weiterentwickeln wollen und so einen Ort, zu einer Plattform machen wollen, wo Menschen zusammenkommen, wo Leute aufeinandertreffen, die sich sonst vielleicht nicht begegnet wären. Und was uns hier vereint, ist, dass wir alle in Moskau sind, aber auch irgendwie was mit Deutschland zu tun haben. Und heute ist ja, wie Sie wissen, der deutsche Nikolaustag. Was ist der Nikolaustag für die Deutschen? Eigentlich ist es ja ein Fest für die Kinder. Es ist ein kleines Event, wo die deutschen kleinen Kinder ihre Stiefelchen vor die Tür stellen und warten, wie am nächsten Morgen etwas da drin liegt. Und für mich ist es spannend zu wissen, dass es in Russland diese Tradition so gar nicht gibt. Also der heilige Nikolaus ist in Russland ja jemand anderes und nicht die Person, die den russischen Kindern Geschenke bringt. Er tut auch Gutes, er hilft auch den Menschen. Aber es ist nicht so, dass jedes Kind unbedingt am 6. Dezember was in seinem Stiefel findet. Und ich denke, das ist eigentlich eine sehr schöne Tradition. Und auch weitere Traditionen, die noch im Dezember folgen, unser Weihnachtsfest und das Neujahr, auch da gibt es interessante Unterschiede, über die wir uns auch hier gerne alle unterhalten können, weil jeder von uns kennt entweder die deutsche Seite oder die russische oder beide. Und ich denke, dass es auch spannend ist zu sehen, wie sich die verschiedenen Kulturen entwickelt haben und was in der jeweiligen wichtig ist. Deutschen Weihnachten zum Beispiel, also für mich, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, habe immer deutsches Weihnachten gefeiert und zwei Wochen später russisches, also sozusagen das Beste von beiden Welten, war es immer klar, dass das deutsche Weihnachten gefeiert wird in einer Stimmung, wo es sehr viel um Familie geht. Wobei ich sagen würde, dass es im russischen Rojdestwo mehr um Glaube geht. Das ist ein interessanter Unterschied, finde ich. Also eine sehr schöne deutsche Tradition, dass man am Abend zusammensitzt, gemeinsam isst, gemeinsam dankt und in die Kirche geht. Und wie Sie ja alle wissen, war das in Russland durch die Geschichte lange Zeit nicht so, dass die Kirche an erster Stelle war. Und dafür ist dann das Hauptfest am Ende des Jahres das Silvester geworden, das Silvesterfest, Novy Год. Und auch dieses Fest ist von einer ganz besonderen Stimmung geprägt. Und ich habe das Gefühl, dass es nirgends so intensiv gefeiert wird und erwartet wird wie in Russland. Also vielleicht können Sie mir da zustimmen, aber im Vergleich zu anderen Nationen, wo es zuerst Weihnachten gibt und dann Neujahr, da ist Neujahr irgendwie nicht so wichtig. Also alle feiern so auf Weihnachten in der westlichen Welt. Und hier in Russland ist das Besondere das neue Jahr. Das neue Jahr, was einem die Tür öffnet für neue Chancen, neue Begegnungen und neue Projekte. Und darauf möchte ich hier heute mit Ihnen anstoßen, dass wir alle Neues in Gang bringen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und einen guten Austausch. Und um es nicht zu vergessen, wir haben ja eine Überraschung angekündigt. Und die Überraschung werden wir jetzt gleich hier präsentieren. Das heißt, ich würde Sie alle bitten, wieder in den anderen Raum zu gehen, während hier der Nikolaus am Werk ist. Und dann werde ich Sie wieder hereinrufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Müssen wir die Schuhe irgendwie aus? Schuhe können Sie anlassen. Vielen Dank.